Ja, hallo, ich bin Mario Manno und ich rede heute über Frapp und MediaCCC.de, also zwei Webseiten, die ich betreue. Die MediaCCC.de-Webseite ist eigentlich der Nachfolger von FDP.CCC.de. Die habe ich 2007 übernommen und bei Frapp arbeite ich seit 2011 mit. Einfach auch, weil ich selber Konferenzen organisiert habe und in mehreren Content-Teams aktiv war. So hat sich dann irgendwie ergeben, dass man auch an der Software mitarbeitet. Ich arbeite bei i22 und das, was ihr hier seht, ist eigentlich alles in meiner Freizeit und am Wochenende entstanden. Und jetzt muss ich noch rausfinden, wie ich hier die Folien weitermache. Nehmen wir mal den Mauszeiger. Genau, das war die Vorstellung, das bin ich. Ja, also ich rede heute darüber, was Frapp eigentlich macht, eine kurze Einordnung, wofür ist die Software da. Dann zeige ich so ein bisschen die Installation von Frapp am Beispiel des CCC-Servers. Und dann will ich so ein bisschen über die Schnittstellen von Frapp reden und schließlich über MediaCCC.de und das Zusammenspiel mit Frapp. Da gibt es verschiedene Schnittstellen und ich hoffe, dass das so ein bisschen was aus der Praxis ist und interessant für alle. Ja, Frapp selber hat eine GitHub-Seite, da kann man sich die Software downloaden. Und es ist halt ein Open-Source-Projekt. Frapp ist vielleicht bekannt, weil damit zum Beispiel auch die FrostCon organisiert wird. Die FrostCon ist auch die Konferenz, für die das Frapp geschrieben wurde. Frapp ist sozusagen der Nachfolger von Pentabarf und damit übernimmt es auch dieselben Aufgaben. Also Frapp ist dafür da, um Einreichungen anzunehmen, falls einer vielleicht schon mal ein Speaker war auf einer Konferenz. Also da kann man in so einem Call for Papers Interface kann man sein Profil hinterlegen und dann kann man Vorträge einreichen. Und dann hört man lange nichts von der Konferenz, bis irgendwann ein Programmplan erscheint und alles, was dazwischen passiert, das sind halt die Sachen, die das Konferenzteam macht. Und Frapp selber speichert aber auch die Bewertung. Das gucken wir uns jetzt so ein bisschen im Detail an, sodass man also diese Bewertungen werden gespeichert, damit man bei Folgekonferenzen weiß, welche Speaker waren gut, was kam gut an, welches Thema ist wichtig. Ja, so sieht so ein Frapp aus, wenn man da mehrere Konferenzen drin hat. Das sind jetzt nur die CCC-Konferenzen. Das FrostCon Frapp sieht wahrscheinlich anders aus. Und das ist dieses Programmplan-Interface. Also hier zieht man sozusagen per Drag and Drop die Events drauf und verschiebt die in Timeslots. Und so kann man dann seine Konferenz damit bauen. Dieser Fahrplan, kleiner Sehtest, ist also eigentlich das Endprodukt, was aus Frapp rausfällt. Dann nimmt die Software nur noch die Bewertung entgegen und ist als Konferenzorganisator ist man dann eigentlich auch damit fertig. Ihr seht meistens das HTML, aber wir produzieren auch PDF, XML, JSON. Die sind halt besonders wichtig für die angeschlossenen Apps. Und wenn man sowas nicht hat und das einfach in seinem Kalender haben will, haben wir auch zwei Kalenderformate, die man einfach benutzen kann. Ja, also an Frapp selber beteiligt sind halt einerseits die Admins. Das sind die Leute, die in dem Frapp alle Rechte haben. Dann gibt es eine Orga, die hat nur Rechte an einer einzelnen Konferenz. Dann gibt es Koordinatoren. Koordinatoren benutzen wir auf Frapp-Style-Conferences dafür, um die Speaker zu organisieren. Also die informieren über Einreichungen und Ablehnungen von Vorträgen und können mit den Speakern zum Beispiel ausmachen, wann sie Zeit haben, ob sie eine Videokamera brauchen oder sowas. Und dann gibt es die Reviewer-Rolle, die hat sozusagen von den Team-Rollen die wenigsten Rechte. Der Reviewer, das ist die Rolle, die die Bewertung der Vorträge vornimmt. Also bei einer klassischen CCC-Konferenz hat man, ich sag mal, 100 Reviewer oder 50, vielleicht eine Handvoll Koordinatoren und ein paar Orga-Leute. Ja, und dann gibt es natürlich unten den Einreicher der Vorträge, der auch mit der Software in Kontakt kommt. Wenn man sich das anguckt, wie das in der zeitlichen Reihenfolge passiert, dann habe ich leider keinen Laserpointer. Also, aber man sieht das, glaube ich, wenn man einfach von oben rechts nach unten durchgeht. Die Orga legt die Konferenz an, dann werden Mitglieder ins Team geholt, dann legt man einen Call for Papers, Call for Participation an. Ja, auf den CFP antworten Speaker mit Vortragseinreichungen. Und dann gibt es diese Review-Phase, wo das Team über die Vorträge abstimmt und Kommentare hinterlässt. Dann kommt es dazu, dass der Vortrag akzeptiert wird. Der Speaker muss noch einmal bestätigen, dass er den Vortrag wirklich hält. Das kann er also auch über einen Link in der E-Mail oder im Webinterface. Und dann wird dieser Fahrplan gebaut und wenn man zufrieden ist damit, wird er üblicherweise 2 bis 3 Wochen vor der Veranstaltung online gestellt. Das ist also bei diesem Prozess unterstützt Frapp.
Ja, außerdem hat FRAB Unterstützung für mehrere Konferenzen und mehrere Teams, was für uns wirklich wichtig ist, um aus einem Pool von 1000 Speakern irgendwie die rauszusieben, wenn man, also ich sag mal, wenn man 100 Vortragslots hat, aber 300 Einreichungen, dann muss man leider ein paar ablehnen, ja? Und so Frage? Ja, du hast gerade eben den Schritt beschrieben, wo eine relativ große Anzahl von Reviewern die Vorträge eben begutachtet und dann muss hinten eine Entscheidung rausfallen, welcher Vortrag angenommen wird und welcher nicht angenommen wird. Ja. Wie wird dieser Prozess unterstützt? Wie läuft dieser Prozess ab? Also wie kommt es dann zur finalen Entscheidung über welcher Vortrag wird angenommen, welche Rolle spielen die Reviews, ist die Frage. Die Reviews sind völlig optional. Also die gehen überhaupt nicht ein. Es gibt eine statistische Auswertung, aber ich sage mal, das Content-Team der Konferenz hat die absolute Hoheit, wo es auf Accept klickt. Das ist also wirklich völlig eine rein unterstützende Zahl, die da generiert wird. Also es gibt keine Verpflichtung, Vorträge anzunehmen, die nur gute Bewertungen haben. Und das ist ja also rein unterstützend. Ja, so entstehen hier auch eine Menge Daten, die werden gespeichert über Jahre hinweg, deshalb haben wir uns irgendwann eine Datenbereinigungsstrategie überlegt, also wenn man erstmal 10 Jahre Veranstaltungsdaten gesammelt hat, will man die vielleicht auch irgendwann entfernen und wir entfernen momentan, immer wenn wir die Bereinigung anstoßen, alle E-Mails, wenn sie nicht public sind oder wenn sie nicht Infomails bekommen wollen, das sind also 2 Felder, die man anhaken kann, wir entfernen alle Telefonnummern und Instant Messaging Accounts, wir entfernen die Notiz. Und wenn der Speaker im letzten Jahr nicht mehr in einer Konferenz aktiv ist, also nicht eingereicht hat, dann entfernen wir auch sein Bild und seine Beschreibung und so weiter. Und wenn wir die Konferenzbereinigung angucken, dann entfernen wir vor allen Dingen die Veranstaltungsbewertung, also die Review-Bewertung. Das ist so die Bereinigungsstrategie, die wir im Moment haben. Ja, und das war es eigentlich auch schon, also zu wie funktioniert FRAB und wie macht man Konferenzen und wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass ein ganz großes Problem mit Konferenzen, die FRAB einsetzen wollen, das Production Deployment ist. Also wie bringe ich die Rails-Anwendung eigentlich dann auf einen Server? Wie mache ich da SSL an? Und deshalb der nächste Abschnitt, der das so ein bisschen nochmal beschreibt. Also FRAB ist eigentlich eine Rails-Anwendung. Das ist eine Rails 3.2-Anwendung im Moment. Wir benutzen Haml-Templates mit Twitter Bootstrap. Das ist also alles keine große Magie, aber es ist natürlich irgendwie, ich sag mal, im Gegensatz zu so einem PHP-Stack oder so, vielleicht ein bisschen ungewohnter. Im README findet man auch schon direkt einige Requirements, die man braucht. Für Production steht da aber nur so ein Satz, so in Production müsst ihr das vielleicht anders machen und denkt nochmal drüber nach. Tatsächlich, also braucht man eine Datenbank, man braucht serverseitig eine JavaScript-Runtime. ImageMagick ist ja unter Linux auch trivial zu installieren. Aktuelles Ruby wird schon schwieriger. Und dann braucht man das, was ich einen Ruby-Applikationsserver nenne. Und dann sieht so ein Production-Deployment nachher ungefähr so aus, wenn man sich den Stack vorstellt. Man könnte zum Beispiel Apache, Passenger und so ein MRI-Ruby oder C-Ruby benutzen. Also das Ruby, was man so bekommt, wenn man apt-get install Ruby sagt. Oder man könnte aber auch Nginx und Puma benutzen. Und diese Auswahlmöglichkeit, die man da eigentlich hat, das ist auch der Grund, warum im README keine klare Beschreibung ist, wie man zu einer Produktionsumgebung kommt. Man könnte nämlich auch zum Beispiel versuchen, FRAB mit JRuby zu betreiben. Ich habe das noch nicht probiert, wahrscheinlich geht das nicht ohne Quercode-Änderung. Aber dann würde man zum Beispiel Tomcat als Applikationsserver nehmen. Ja, weitere Applikationsserver, um mal so ein paar Namen zu nennen, sind Puma, Passenger, Thin, Unicorn und Mongrel. In dem Vortrag hier wird es hauptsächlich um Puma und Passenger gehen. Ja, die Frage, benutze ich das Ruby, das bei meiner Distribution dabei ist oder nicht, stellt sich vielen Administratoren. Ich würde das ganz klar mit nicht beantworten. Man benutzt das Ruby, das aus RVM rausfällt, dann ist das auch aktuell. Viele Administratoren versuchen auch bei der ersten FRAB-Installation die GEM-Abhängigkeiten aus den Systemquellen zu nehmen. Das würde ich auch nicht tun. Ich würde unbedingt das GEM-File benutzen und es kann auch passieren, dass der Passenger möchte, dass man Nginx kompiliert. Das würde ich auch vermeiden wollen. GEM-File, das ist so eine Datei. Hier stehen also die Versionsnummern der Abhängigkeiten drin. Und in der Regel werden die installiert, wenn man Bundle Install aufruft.
Ich habe jetzt nur so ein paar exemplarisch da rausgenommen. Also man sieht schon schnell, das will man sich nicht händisch zusammensuchen. Und das Gemfile-Log, das ist die zweite Datei, die da liegt, die gibt auch genau die Abhängigkeiten an, mit der die Anwendung getestet wurde. Wenn man davon abweicht, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Anwendung kaputt geht. Also ich würde einen User pro App anlegen auf dem System. Dann würde ich ein Ruby pro App installieren, in das Home-Verzeichnis rein, nicht systemweit. Und dann würde ich einen App-Server installieren pro App und würde davor würde ich einen Nginx setzen, der auf den App-Server redirectet. Wenn man eine richtige Production-Environment hat, wo man vielleicht kein Internet hat oder sowas, wo man keine GEMs nachinstallieren will, kann, darf, dann kann man mit Bundle Package oder hier, so kommt man an die Hilfe, kann man gucken, wie man die ganzen GEMs runterlädt, sozusagen offline und distributierbar macht. Ja, System Ruby, wie gesagt, würde ich vermeiden. Das ist eigentlich das, was wir bei dem bundesweiten CCC-Frapp auch alles so gemacht haben. Der Weg dahin war ein langer Weg. Wir haben also eine Pentabath-Installation übernommen. Die hat einen 50 Gigabyte großen Datenbankdump. Da waren 79 Konferenzen drin, über 5300 Events. Die Daten sind nach einer anfänglichen Bereinigung importiert worden. Und der Server ist so aufgebaut, dass es zwei physikalische Maschinen sind, mit einem internen Netzwerk, Gott sei Dank, dazwischen. Die Datenbank ist also auch redundant ausgelegt und dann hat man natürlich noch einen Webserver. Wir haben uns also im Detail, ja, bitte. Vielleicht noch ein Kommentar. Ich habe vom Linux-Tag mehrere Jahre auch importiert. Klar, die Datenstruktur natürlich bei uns völlig anders als das bei Frappe mal aussah. Aber auch das, also war 3 Stunden, hatte ich eben halt einen großen Teil der Datenbank begriffen und da drin und das ja, es freut mich zu hören, dass der Linux-Tag auch erfolgreich seine Daten importieren konnte. Das war nämlich, das Skript so weit zu bringen, war viel Arbeit. Ja, schön. Ja, wir setzen auf Nginx Passenger im Moment bei dem Frapp. Ich würde das jetzt heutzutage auch anders machen, aber der Server ist ein bisschen älter. Da läuft MySQL, da ist so ein Gem installiert, das heißt Seamless Database Pool. Das sorgt dafür, dass beide SQL-Server benutzt werden. Der MySQL ist dann so ein Master-Slave-Replication-Mode. Aber nur in einen der beiden MySQL-Server wird geschrieben. Das heißt, wir haben die Daten immer noch auf einem anderen System und für Read-Zugriffe haben wir sozusagen auch die Geschwindigkeit von 2 Servern. Wir benutzen Memcache, um den Cache zwischen den beiden abzugleichen. Da ist eine RVM-Installation drauf, Node.js und ImageMagick, alles wie gehabt. Und ich habe jetzt immer wieder so ein bisschen so Nginx-Folien drin. Ich weiß nicht genau, wie viel wir da jetzt so im Detail rausziehen können, aber das hier ist also eine Passenger-Installation. Vielleicht kann das ja hier laserpointen. Wow. Ja, okay, das machen wir jetzt nur einmal. Aber hier wollte ich darauf zeigen, also da ist der Passenger, der wird da eingeschaltet. Ansonsten wird da halt ein User gesetzt, das ist der User, unter dem die Applikation installiert wird und der Rest beschäftigt sich dann eigentlich mit dem Forwarden an den Passenger und unten sieht man noch diesen Asset-Block, der ist also hier, dieser Block ist eigentlich dafür da, dann die Assets nicht über den Ruby-Prozess auszuliefern, sondern am Ruby-Prozess vorbei, sodass die keine CPU-Last erzeugen, sondern dass man hier von der Geschwindigkeit des Webservers profitiert. Ja. Diese Master-Slave-Replikation, da habe ich gerade schon kurz drüber geredet. Also wir benutzen es hauptsächlich zum Kopieren und zum Abgleichen der Daten. Das ist asynchron, deshalb muss man da so ein bisschen drauf achten. Ja, so sieht das aus in der Konfigurationsdatei. Hier hat man einen Master und hier gibt es einen Read-Pool. Da ist bei uns jetzt nur ein Server drin, das könnten mehrere sein. Und immer, wenn man schreibt, wird es sozusagen repliziert und man kann es auch bei den anderen abholen. Okay. Wir benutzen zum Abgleich der Attachments zwischen den beiden Servern CSync 2, was deutlich einfacher ist als so ein Cluster-File-System. Also wenn man irgendwie mit so Oracle-File-System oder wie die alle heißen mal gearbeitet hat, die sind sehr in meiner Wahrnehmung sehr fragil und empfindlich, auch irgendwie Distributed Block Devices und so, das ist alles nicht so richtig hübsch. Und CSync 2 läuft einfach im Cron mit Sternchen, also er läuft irgendwie ständig
und hat auch so eine Ersetzungsstrategie, also alle Dateien, die jünger sind, gewinnen, also die neueste Datei gewinnt. Und das hält tatsächlich auch die Avatar-Bilder und die File-Attachments und so synchron. Ja, das ist der davor geschaltete sozusagen Load Balancer, nur dass wir jetzt das natürlich auf derselben Maschine haben. Also wir haben leider nicht einen dritten Rechner davor, der dann entscheidet, welcher von den beiden Workern den Request bekommt. Deshalb dient es leider nicht der Ausfallsicherheit, also es ist keine Hochverfügbarkeitslösung. Hier oben sieht man diesen Upstream-Block, da stehen die beiden Server drin und hier ist der Rest ist halt wieder das Geforwarde. Wenn eine Maintenance-HTML-Datei existiert, wird die angezeigt. Wenn die nicht existiert, fällt das irgendwann durch auf dieses FRAP-Target und das ist nämlich genau diese Location mit dem Forward auf FRAP.ccv.de und das ist nämlich genau da oben dieser Block, wo dann die beiden tatsächlichen Server drinstehen. Und hier dieser Frontend-HTTPS-Header, der war auch noch wichtig, weil das Rails natürlich dann hinter den ganzen Webservern gar nicht weiß, dass es über SSL angesprochen wird. Das muss es also irgendwie aus dem Stack rauskriegen und das muss es auch wissen, sonst macht es die sicheren Cookies nicht an und sonst macht es irgendwie verschiedene anderen Sicherheitsfeatures nicht an, die man haben will. Hier diese Asset-Konfiguration habe ich nochmal rausgenommen. Das ist immer so ein bisschen Arbeit, die Assets ordentlich auszuliefern. Alles wie gehabt, also hier, das ist für die Unterstützung von Sendfile und ein Storage-Dump, da kommt der statische Fahrplan-Export rein. Deshalb ist die Location nochmal extra. Ja, SSL in der Anwendung ist also, wenn man sich diesen Diff hier anguckt, im Wesentlichen in der Konfiguration in der Production-Config ein Config-Force SSL. Und außerdem haben wir auf dem Cookie-Store, stehe ich genau davor, haben wir auch noch bei dem Cookie Secure True aktiviert, damit also auch der Cookie nur über SSL übermittelt wird. Die FRAP-Schnittstellen habe ich jetzt so ein bisschen vorgezogen, weil ich glaube, das passt inhaltlich ganz gut hier an diese Stelle. FRAP hat verschiedene Schnittstellen, die es dann Anwendungen ermöglichen, den Fahrplan anzuzeigen. Die werden also statisch rausgerendert, dann auf einen Server kopiert und die meisten benutzen hier dieses Pentabath-kompatible XML-Format, das wir anbieten. Aber einige sind jetzt auch schon auf JSON umgestiegen. Das hier ist eine der beiden Android-Fahrplan-Apps und das hier ist die andere. Und das hier ist die iOS-App, die den Fahrplan anzeigt. Und wenn man also jetzt App-Entwickler wäre und neue Apps schreiben will und sich fragt, was ist eigentlich drin in dem JSON, dann würde ich hier oben diesen Pfad im Quellcode empfehlen, AppView Public Schedule. Da sind die JSON-Bilder drin, das sind hier so, ich sag mal, einfache Dateien und im Grunde genommen sieht man dann hier für alle Konferenzen wird ein Feld Full Public Name mit dem Inhalt von Full Public Name angelegt in JSON. Also das ist sozusagen, wir haben kein JSON-Schema oder so, sondern es steht im Quellcode. Ja, versteckt ist so ein bisschen das, was wir so an Rake-Targets anbieten. Also man kann zum Beispiel einen Bulk-Mailer im FRAP benutzen, wenn man gerne von dem Webserver aus oder von dem FRAP-Server aus direkt Mails verschicken will. Wir haben diesen Konferenzdatenbereiniger, wir haben einen Import und Export von Konferenzen. Also falls man eine Einzelinstallation von FRAP hat und möchte die Daten in eine andere Konfiguration, in ein anderes FRAP importieren, das sollte mit Import-Export gehen. Wir haben einen Pentabath-Import. Wir haben diesen statischen Programmexport, der dann Tarball erzeugt, den man auf reine Webserver werfen kann, um den Fahrplan anzuzeigen. Und wir haben einen Videoimport, der aber noch nicht wirklich benutzt wird, was hauptsächlich damit zusammenhängt, dass, wenn die Videos fertig sind, eigentlich sich niemand die Mühe macht, den Fahrplan nochmal zu exportieren, weil dann ist die Konferenz vorbei. Ja, FRAP und MediaCCC.de ist eigentlich so das nächste große Thema. Hier habe ich so eine alte Grafik. Also im Grunde genommen, bevor wir hier unten bei Vorort sind, das ist alles FRAP. Hier wird der Fahrplan erstellt und dann kommt so das, was das VOX so macht oder was ich glaube, was das VOX so macht. Also die machen irgendwelche Verkabelungen, dann schneiden die und dann encoden die und sowas. Ja. Und irgendwo hier kommt dann MediaCCC.de so als Archiv. Ja, wir nehmen dann bei MediaCCC die Videos auf und releasen die im Internet. Also das ist quasi nach dem Streaming. Also
Wenn man sich die beiden Systeme anschaut, haben wir bei FRAP diese Fahrplan-Thematik und bei Media haben wir einmal so SFTP-Uploads, wir haben die API-Schnittstelle zum VOG, über die die neuen Videos reinkommen und wir haben eine Public-API, über die in Zukunft Video-Apps als alternative Darstellung die Vortragsvideos anzeigen können. Die Zusammenarbeit mit dem VOG läuft über so eine API, die wir da gebastelt haben. Also hier wird das Fahrplan XML vom VOG benutzt und dann reden die über JSON mit Media. Media downloadet die Videos vom VOG und zum Schluss könnte man halt tatsächlich von Media das RDF nehmen und ins FRAP importieren. Vielleicht probieren wir das auch bei dieser Frostcon mal. Ja, Media würde ich in Frontend, Backend und Storage aufgliedern wollen. Das Frontend ist auf zwei Systemen verteilt, also die statische Webseite ist in Köln und Berlin, während die Uploads und das Content Delivery Network alles in Köln ist, genauso wie der FTP-Server im Moment nur auf einem Host ist. Das hat so ein bisschen mit den URLs zu tun. Wir haben FTP auch mittlerweile eher so als optionales Protokoll begriffen. Also wenn die Systemlast hoch wird, zum Beispiel wenn man Kongressvideos im Winter released, würde ich FTP ausschalten, weil es sich halt einfach schlecht verteilen lässt. Früher haben wir DNS-Round-Robin gemacht mit 2 oder 3 Servern, aber neue Server in einen DNS-Round-Robin reinzukriegen, ist sehr schwierig, weil die dafür eigentlich eine komplette IP opfern müssen. Und das macht die neue Lösung. Unser CDN mit Mirrorbrain macht es deutlich anders. Aber ich glaube, da rede ich gleich im Detail drüber. Auf dem Server in Köln benutzen wir libvirt mit LXC, einfach um so einen Container zu bekommen. Das ist so im Grunde die Technik, die Docker benutzt, nur ohne Docker. Also LXC ist halt neu und ist ein besseres Change-Root. Das heißt, im Gegensatz zur Virtualisierungslösung verlieren wir eigentlich keine Performance. Da gibt es eine interne Bridge und auf der sind zurzeit 2 Maschinen. Da ist einmal Brain, da ist die Mirrorbrain-Instanz rein installiert. Das ist ein Gentoo, da läuft auch ein Apache, weil Mirrorbrain ist ein Apache-Modul. Und eine PostgreSQL-Instanz, die wurde einfach mit dbootstrap installiert. Ja, wenn man mit libvirt und LXC arbeiten möchte, muss man also erstmal zum Beispiel mit dbootstrap sich ein Linux irgendwo hin installieren auf die Festplatte und dann braucht man einen XML-File, mit dem man den Container dort definieren kann. Also das kann man sich irgendwo im Internet runterladen und dann muss man eigentlich nur den Namen ändern oben und hier muss eigentlich das richtige Source-Dir stehen und dann sagt man define und hat einen Container, mit dem man im Zweifel also auch direkt starten kann. Die modernen Linuxer haben clientseitig alles dabei, um in LXC ohne Modifikation zu starten. Unser LXC benutzt eine interne, bereits existierende Bridge. Also das hier ist ein ganz normales libvirt-Netzwerk-Konfigurationsfile mit so einem internen IP-Adressbereich. Ja, das ist das Backend. Das Backend ist eine Rails-Anwendung, die mit Active Admin läuft. Und hier sieht man gerade, wie verschiedene Frostcon-Videos released werden. Ja, das ist ein Test, glaube ich, aber okay. Active Admin, Rails-Anwendung mit Delayed Jobs, diesmal mit Nginx und Puma. Und da wird ein Monit zu installiert, um die Prozesse neu zu starten, wenn sie abbrechen. Können wir uns im Detail angucken, ist also wieder so eine Nginx-Config, ein bisschen analog zu den alten Configs, nur dass hier dieser Passenger-Teil fehlt, stattdessen wird direkt auf Localhost umgeleitet, weil auf Port 8234 läuft der Puma. Hier ist wieder so ein Trick, um die Assets daran vorbeizuschieben. Ja. Und interessant ist auch hier auf der Folie vielleicht, dass das Protokollschema mit geforwardet wird als Header und so, dass das Rails auch weiß, ob das jetzt ein HTTP oder ein SSL-Request ist, der reinkommt. Weil zum Beispiel die Public-API vom Backend über HTTP erreichbar ist, aber das Active-Admin-Interface nur über HTTPS. Ich habe versucht, das ganze Ding mit einem Upstart-Skript zu starten. Das hat mir wenig Freude bereitet. Und das funktioniert auch nicht. Wenn ich Upstart richtig verstehe, sollte es eigentlich den Prozess auch wieder starten, wenn er ausgeht. Das kann es leider nicht. Deshalb kam es zu dieser Monit-Konfiguration.
die Prozess-ID-Files benutzt, um festzustellen, ob der Service weg ist und den Service dann neu startet. Da gibt es ein kleines Wrapper-Skript, das seht ihr da in Rot, das dann aufgerufen wird. Und der Kill-Befehl ist halt auch ganz einfach, hol mir die Prozess-ID und dann kill den Prozess. Ja. Von den APIs habe ich gerade schon geredet. Das ist die API, die das VOC benutzt. Die VOC-API unterstützt hier immer so CRUD-Funktionalität auf den einzelnen Modellen, also Create, Read, Update, Destroy. Und dazu gibt es halt noch so ein paar Sonderaktionen, wie starte mal den Compile-Vorgang für die statische Webseite oder downloade mal neu oder hier kann man die Promoted-Videos mitsetzen oder man kann zum Beispiel Nachrichten, also die Webseite, das Frontend hat so eine News-Seite, da kann man neue News anlegen oder löschen oder sowas. Public API ist wahrscheinlich für die meisten interessanter. Die gibt zum einen die Mirrors zurück und andererseits kann man halt auch wieder diese ganzen Objekte, die wir da haben, abfragen, kriegt die als JSON zurück. Also wir haben halt Konferenzen, die Events haben, die Recordings haben. Also ein Event kann mehrere Recordings haben, zum Beispiel MP3 und MP4. Ja, wir haben mit der Umstellung auf Mirrorbrain deutlich mehr Mirrors bekommen, als wir damals in dem DNS-Round-Robin hatten. Wir haben momentan, ja, weiß ich gar nicht, 9 oder sowas. Und das heißt auch, dass wir die Files gar nicht mehr wirklich selber ausspielen, sondern wenn so ein HTTP-Request reinkommt, gibt es einen Redirect auf einen von den Mirrors und dann kommt das File von NetCologne oder Köln oder sowas. Das Schöne an Mirrorbrain ist, dass er zum einen so eine geografische Nähe ermitteln kann und einem dann den besten Mirror gibt und dass er das auch für die autonomen Systeme kann. Er kann also auch gucken, was ist von, ja, welches AS ist deinem AS am nächsten, wenn du diese IP hast. Haben wir noch eine Folie? Nee, haben wir nicht zum Mirrorbrain. Wir haben aber tatsächlich ein Bild von der ersten App, die jetzt die Public API benutzt. Und das ist ein XBMC-Add-on hier. Und dann kann man nämlich in XBMC auf dem Fernseher sozusagen auch die Filme von media.ccc.de gucken. Ja, wir veröffentlichen die Froscon auch auf media.ccc.de. Ja, das Frontend, das ist also media.ccc.de. Das ist so eine statische Webseite, die generieren wir mit Nanoc. Das hier ist das neue Layout, auf das ich mich schon sehr freue. Ich hoffe, das werden wir dieses Quartal noch online nehmen. Im Moment ist das so ein bisschen ohne Design. Vielleicht ändert sich hier noch was. Vielleicht setzen wir die Thumbnails nach links und den Text daneben oder so. Mal schauen. Und das Frontend ist also ganz einfach. Statische Webseite. Hier gibt es noch so einen Rewrite. Früher haben wir diese /FTP-URL benutzt und heute wird das einfach alles auf cdnmedia.ccc.de, also auf den Storage-Bereich von dem Server weitergeleitet. Alles, was hier auf cdnmedia.ccc.de ankommt, wird dann halt vom Mirrorbrain mit einem HTTP-Redirect auf einen freien Server beantwortet. Das Frontend ist Nanoc. Nanoc ist auch eine Ruby-Software, so ein statischer Seitengenerator. Dafür ist eine Active Record Datensource geschrieben worden, damit er dieselbe Datenbank benutzen kann wie das Backend. Und da gibt es verschiedene Feed-Generatoren und dann noch so einen Statistikanteil. Wir können also mittlerweile auch View-Counts zählen für die Videos, was eher so ein Angeklickt-Count ist, weil wir haben nicht genug JavaScript, um zu gucken, ob das Video auch wirklich komplett geguckt wurde. Aber irgendwann reicht es ja auch mit der Statistik. Feeds haben wir auch eine ganze Reihe. Wir haben einmal den neuen Nachrichten-Feed, wir haben die letzten 100 Clips als Feed, wir haben die letzten 2 Jahre als Feed, Clips, die älter sind als 2 Jahre, also so ein Gesamtfeed. Und wir haben einen Feed pro Ordner, den könnte man abonnieren. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie eine App wäre, also die alte XBMC-App hat unsere Feeds benutzt, was ja nicht so gut klappt wie bei der neuen. Ich habe so ein kleines Modul geschrieben, Act as File, um die Pfade abzubilden, weil wir kein Paperclip benutzen in der Anwendung, was einfach daran liegt, dass dieser FTP-Route uns nicht alleine gehört. Da gibt es halt auch noch Uploader, die da reinschreiben. Und Act as File kann sozusagen diese Addition, die man im Quellcode immer hat, um aus Variablen jetzt gültige Verzeichnispfade zu machen, die nimmt es einem ab. Und dann kann man nämlich einfach getRecordingPath sagen und ersetzt den Pfad sozusagen zusammen für das Verzeichnis. Ich erkläre es, glaube ich, jetzt nicht im Detail. Aber vielleicht mache ich da irgendwann nochmal einen Gem raus. Schön ist nämlich, dass man in dieses Directory jetzt auch einen File legen kann und man kann dann auch fragen, wie ist denn die Recording-URL von dem File und dann setzt er halt aus der Basis-URL und aus dem Pfad
und im File sitzt einem dann eine komplette URL zusammen. Das, ja. Die Data Source, wenn man mal eine NaNoC Data Source schreiben will, das ist eigentlich auch ganz einfach. Man stellt eine Active Record Verbindung her und da muss man diese Items Methode implementieren, also vielleicht ein bisschen länger als ich das jetzt gemacht habe, und dann Array von Items zurückgeben. Und die Items kann NaNoC dann in Webseiten umbauen. Der Storage-Bereich, das ist immer wieder so ein bisschen ein Problem wegen der URLs. FTP, CDE habe ich mich gerade ja schon so ein bisschen drüber beschwert. Das FTP-Protokoll ist schwer zu verteilen. Wenn man FTP-CDE aufruft, kommt man auf genau einen Host. Wenn man HTTP-FTP-CDE aufruft, kommt man auf die Mirrorbrain-Instanz. Und da ich das nicht aufgeben möchte, kann ich auch nicht mit einem DNS-Round-Robin arbeiten, weil dann jeder Server in dem DNS-Round-Robin einen Mirrorbrain hätte. Also versuche ich eigentlich immer CDN-Media, ccc.de zu verlinken. Das macht nicht so viele Probleme. Es gibt im Browser auch so ein unsägliches Feature, dass er das Protokoll aus dem Hostname rät. Also wenn man nur ftp.ccc.de eingibt, dann macht er eine FTP-Verbindung. Ich glaube, das funktioniert auch mit gopher.ccc.de, aber das wurde vor ein paar Jahren aus den Browsern rausgelöscht. Ja, ich habe auch überlegt, ob ich eine Webseite mal https. irgendwas nenne, und vielleicht gibt es dann auch eine SSL-Verbindung. Ja, also diese SFTP-Uploads habe ich schon mal drüber geredet. Das ist im Grunde ein Bind-Mount, den wir machen. Dann wird da mit SSHD-Config, also mit Match-Group und Change-Root-Directory, der User limitiert auf das Verzeichnis, und dann wird noch eine Restricted Shell eingesetzt für die Upload-User, damit es so ein bisschen sicherer ist. Das CDN selber ist auch wieder einfach jetzt ein Nginx-Host. Der antwortet hier oben auf zwei Server-Names. Und ja, das hier unten ist dann sozusagen die Weiterleitung an den Mirrorbrain, an den Apache, der in diesem LXC-Container läuft, wo Gentoo installiert ist. Und da kommt dann sozusagen, also hier kommt der Request rein und von da unten kommt dann der Redirect wieder raus. Der Kölner Server selber ist genau wie der Berliner Server selber auch ein Mirrorbrain-Client. Also der würde auch selber Files ausspielen, wenn in dieser langen Mirror-Liste keiner mehr über ist. Und da wird einfach der Root auf FTP gesetzt. Und hier ist diese MP4-Erweiterung drin für Pseudo-Streaming. Ich weiß gar nicht, ob man das heute noch braucht. Das ist bei HTML5. Also man könnte dann an die URL Fragezeichen Start gleich Position anhängen und dann würde das Video ab der Position spielen. Das Problem ist halt, dass man es nicht wirklich benutzen kann, weil man kann sich nicht darauf verlassen, dass alle Mirrors, die eingetragen sind, von denen Dateien kommen, auch diese Konfiguration haben. Ja, über den Mirrorbrain habe ich so ein bisschen geredet. Geht auch mit dem Vortrag zu Ende langsam. Das ist also in einem Container. Man kann das einfach mal ausprobieren. Hier ist die Liste der Mirrors. Die kann man sich da rausholen. Die gibt es auch auf der Webseite selber, auf media.ccc.de. Wenn man auf About klickt, gibt es eine Tabelle. Und wenn man jetzt mit Mirrorbrain direkt reden will, nimmt man einfach so eine HTTP-URL und hängt an das File hinten zum Beispiel .mirrorlist an. Und dann erzählt er einem, auf welchen Mirrors dieses File gerade verfügbar ist. Oder .torrent, dann bekommt man eine Torrent-Datei, die auch einen HTTP-Seed haben sollte, der in der Nähe ist. Deshalb speichern wir die Torrents nicht auf Festplatte, weil wenn man aus England nach einem Torrent fragt, kriegt man vielleicht einen anderen Mirror, als wenn man aus Deutschland, einen anderen Torrent, als wenn man aus Deutschland nach einem Torrent fragt. Magnet-URL, klar, Meta4 ist auch so ein Format mit einem Haufen Hashes drin, oder man kann einfach den SHA-Hash anfragen zu der Datei. Ja, das war es auch schon, so ein kleiner Überblick über die Systeme. Wir haben eine Mailingliste, falls irgendwie Interesse an FRAP besteht, oder man kann mich einfach kontaktieren. Und die Software, die ich so gezeigt habe, ein Großteil davon ist Open Source und das sind so die GitHub-URLs. Hier unten die Apps. Der iOS ist nicht Open Source, aber da kann man einfach anfragen. Die können innerhalb von kurzer Zeit für Konferenzen iOS-Apps produzieren, die den Fahrplan anzeigen. Dann Dankeschön und vielleicht gibt es noch Fragen. Sonst. Also ich meine, das
verteilt irgendwie was, aber gibt es ja einen zentralen Server oder installiert man sich das da nicht? Oder? Ja, Mirrorbrain ist ein HTTP-Redirektor, der läuft als Apache-Modul. Also die Frage ist, was macht Mirrorbrain einfach eigentlich? Und Mirrorbrain besteht im Grunde aus drei Komponenten. Das ist dieses Apache-Modul, das in C geschrieben ist und diese Redirects auf das File raustut. Dann gibt es so in Perl geschriebene Infrastruktur, die Server scannt, ob Files dort vorhanden sind. Und ich weiß gar nicht, was ich jetzt als dritte Komponente aufzählen wollte. Aber also im Grunde genommen ist es so, dass es eine Liste von Mirrors verwaltet, die AirSync anbieten, über AirSync prüft, welche Files sind dort, Hashes generiert auf den Servern und das alles in eine Datenbank speichert. Und das Apache-Modul geht nachher hin, guckt in der Datenbank, das File ist gewünscht, welcher Server hat den richtigen Hash. Und aus den Servern wird dann einer ausgewählt, da gibt es also noch so eine Geo-IP-Datenbank und eine AS-Datenbank und so. Das ist keine gehostete Lösung, sondern das ist hier aufwendigst selbst installiert worden. Ich habe dazu so ein Gentoo-Overlay gemacht, um das zusammen zu compilen. Den könnte man auch mal updaten. Und von den HTTP-Redirektoren, mit denen man sich so ein CDN selber bauen kann, hat mir das eigentlich am besten gefallen. Ich glaube, SUSE benutzt das auch. Ja. Ja, es gibt eine Reihe Projekte, die es benutzt. Also. Farbentwicklung, kann ich auch fragen dazu. Wie sieht das aus? Du hast den Code ja nochmal von Dave Frizzle übernommen, wenn ich das nicht verstanden habe. Und bist ja auch Maintainer, glaube ich, davon inzwischen. Und wer macht da noch mit? Bist du der Einzige oder wie sieht das aus? Ja, die Frage ist, wer an Frapp mitentwickelt? Ja, der David Rötzel hatte die Software geschrieben und ich habe die dann tatsächlich 2011 im Grunde übernommen nicht. Ich habe geforkt und wir hatten halt einfach vom CCC so eine Reihe Anforderungen. Und da an dem Frapp selber nicht mehr viel gemacht wurde, haben wir uns irgendwann zusammengesetzt auf so einer Frostcon und haben überlegt, wie kommen wir wieder zusammen. Und am Ende haben wir einfach meinen Stand genommen und haben von da weitergearbeitet. Ich glaube, so ein bisschen haben wir alle noch die Hoffnung, dass wir das Frapp auf eine schlankere Architektur bringen können, wo es sozusagen so ein Core gibt und der Rest wird so als Engine obendrauf gemountet. Aber die Arbeit an Frapp ist immer sehr sporadisch. Also man hat, glaube ich, wenig Leute, die dauerhaft einen Frapp-Server betreuen. Wir machen das jetzt im CCC und wir haben, glaube ich, mittlerweile 6 Events pro Jahr, die den benutzen. Aber man merkt halt immer stark, also die Commits von anderen Leuten kommen immer, wenn die gerade ein Event machen müssen. Ja, dann merken die halt, oh, da geht was nicht, da ist ein Bug oder wir brauchen ein Feature und dann gibt es halt einen Push-Request und dann kommt was. Ich glaube, die große Herausforderung für Frapp ist die Umstellung auf Rails 4. Das ist das Nächste, was kommen muss, weil Rails 3 ja auch irgendwann aus der Wartung läuft und wenn wir das geschafft haben, kann man vielleicht auch nochmal nach der Architektur gucken. Dankeschön. Oh, ja, ich wollte noch Werbung machen fürs Rails Camp. Leider habe ich das Logo in der Präsentation nicht drin, aber das Rails Camp ist bald in Köln, in den Abenteuerhallen Kalk. Ich glaube, 24. bis 26. 26. bis 28.8. Rails Camp. Dankeschön.